Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaheimspiel der SG Dynamo Dresden gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die Partie endete mit 1:1. Ich begrüße die beiden Trainer hier vorne neben mir, Mirko Dickhaut von der Spielvereinigung Greuther Fürth und unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus. Das erste Wort gehört dem Gast. Wie fällt Ihr Fazit nach dem 1:1 hier in Dresden aus, Herr Dickhaut? Ja, hallo zusammen. Ja, insgesamt sitze ich glücklich hier. Ist ja klar, wenn man 0 Punkte hat und holt dann hier auswärts in Dresden Punkt, dann bin ich unterm Strich zufrieden. Hätte ich auch vor dem Spiel unterschrieben. Wir hatten gute 2 Wochen Zeit gehabt, an ein paar Dingen zu arbeiten, um uns gut auf Dresden vorzubereiten. Das haben wir gemacht. Und trotzdem, wenn Anpfiff ist, müssen dann die Jungs das richten. Und dann ist immer die Frage, wie kommen sie in so ein Spiel halt rein? Und da bleibst du natürlich mit dem Trainerteam erstmal positiv. Alle Eventualitäten mal durchsprechen. Aber trotzdem, im Alltag ist es dann so, dass Dresden natürlich Heimstärke hat, Ballbesitz hat, Druck aufbaut. Und das haben wir auch gleich gespürt, dass wir da erstmal so ein bisschen der Musik hinterhergelaufen sind. Und die Mannschaft brauchte wirklich ein paar Minuten, um sich zu finden, um sich zu befreien. Ja, so nach 10, 20 Minuten ist uns das besser gelungen. Wir haben Balleroberung gehabt. Wir haben versucht, mutiger nach vorne zu spielen und haben uns eigentlich in das Spiel reingebissen. Die Fortführung oder Fortsetzung war dann auch in der zweiten Halbzeit mit einer riesen Chance gleich nach einer Minute. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit Phasen für Dresden, Phasen für uns. Wenn Dresden das 2-0 macht, ist wahrscheinlich die Tür für uns zu. Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt, aufgrund der Tabellensituation eine Leidenschaft an den Tag gelegt, war mutig hinten raus, hat dann auch dran geglaubt. Und natürlich als Trainer von Greuther Fürth bin ich nachher auch soweit zu sagen, wir haben uns irgendwie vielleicht auch den Punkt hinten raus auch ein bisschen verdient. Und wir wollen auch nicht jetzt nicht zu gierig sein und fahren eigentlich jetzt zufrieden, aber auch demütig nach Hause. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dickhaut, für Ihre Analyse. Uwe, wie fällt dein Fazit nach dem 1:1 gegen Greuther Fürth aus? Sicherlich nicht genauso, dass ich unzufrieden bin, kann sich jeder denken. Ich denke, dass wir nach den letzten beiden Spielen heute eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt haben. Haben von Anfang an Druck aufgebaut, haben richtig viele Aktionen, vor allem auch über die linke Seite, mit Tempo, auch mit Kombinationssicherheit gehabt. Und man muss irgendwo die Chancen dann auch verwerten. Wir haben eigentlich das, was wir hauptsächlich machen wollten, dieses Abwehrverhalten, was wir in den letzten beiden Spielen mit den vielen Gegentoren gezeigt haben, abzustellen. Ich glaube, dass uns das sehr, sehr gut gelungen ist. Haben unmittelbar nach der Halbzeit bei dem Pfostentreffer und auch beim 1:1 kann man auch nicht ganz zufrieden sein. 2 Schwächen gezeigt, aber ansonsten muss ich sagen, war nicht so viel, was richtig hochkarätige Chancen für Fürth angeht. Da haben wir sauber gearbeitet und haben uns immer wieder nach vorne gespielt. Und ich glaube, mit dem 2-0 vor der Halbzeit, als Sascha Horvath rechts durch war mit dem Rückpass, er sagt, der Ball verspringt, stickt an Schienbein, werde ich mir natürlich nochmal genau angucken, aber es hilft auch nichts mehr. Dann wäre uns das Spiel viel, viel leichter gefallen. Und trotzdem haben wir in der zweiten Halbzeit dort weitergemacht, wo wir auch begonnen haben. Und wir müssen einfach diese Überzahlsituation oder Kontersituation viel, viel besser ausspielen und hätten das Spiel für uns entscheiden müssen. Und deswegen kann man auch sicherlich über verdient oder unverdient streiten. Aber so wie du es gesagt hast, lasse ich es auch stehen. Eure Mannschaft hat sehr, sehr viel Qualität. Das konnte man in vielen Situationen sehen. Hat auf dem Weg nach vorne immer wieder auch ein paar ordentliche Aktionen gehabt. Trotzdem glaube ich, dass der Löwenanteil an uns geht und jetzt kommen wir zum goldenen Finale. Wenn man das Tor sieht, wie es erzielt wurde, dann muss man ganz klar sagen, ist eine absolute Frechheit. Das ist ein irregulärer Treffer. Hoffmann nimmt den Ball mit dem Oberarm mit und das ist absolut vergleichbar mit der Situation vorher von Lukas Röser, wo er es abgepfiffen hat. Und deswegen
umso ärgerlicher, aber vielleicht ist es auch so ein kleines bisschen, ich habe es vorhin bezeichnet als Sünden der Vergangenheit in Richtung der letzten beiden Spiele, dass man sich das auch ein Stück weit wieder erarbeiten muss, dass man nicht glauben darf, mit einer guten Leistung ist alles wieder gut. Ja, wir werden auf dem Weg weitermachen, werden weiter daran arbeiten, dann werden wir auch hoffentlich das Quäntchen Glück, was uns beim Gegentreffer gefehlt hat, dann auch wieder für uns beanspruchen können. Danke. Uwe, danke auch dir für deine Analyse. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Dann kommt Frank Schmidt mit dem Mikrofon zu Ihnen. Wer macht den Anfang? Wer hat die erste Frage? Sven Geißler, Sächsische Zeitung. Herr Norwitz, wir haben die linke Seite und vor allen Dingen auch die erste Halbzeit da schon angesprochen. Philipp Heise und Haris Dujovic haben sehr gut harmoniert. Hat sich das so auch schon abgezeichnet? Wie schätzen Sie Haris jetzt in seiner Entwicklung ein? Sie haben ihn dann ausgewechselt, sicherlich, weil er möglicherweise körperlich noch nicht so weit ist. Oder gab es da andere Gründe noch? Nein, der Wettkampf ist ja immer schwierig, dann auch im Training zu simulieren. Ich muss sagen, ich bin auch sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie Haris gespielt hat. Er hat immer wieder auch durch individuelle Aktionen für Gefahr gesorgt, hat das 1-0 vorbereitet von Philipp. Pass war richtig gut getimed. Und hinterher konnte man schon merken, dass er dieses Wettkampfniveau schon lange nicht mehr in den beiden hat und deswegen frischer Spieler, nicht weil er schlecht gespielt hat. Ich muss sagen, dass ich nicht nur mit ihm, sondern mit allen eigentlich zufrieden bin. Ich kann keinen Vorwurf machen, weder kämpferisch noch läuferisch, habe noch keine Statistik gesehen, aber ich glaube, da werde ich keinen Hai in der Suppe finden. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, unseren Gästen aus Fürth. Einen angenehmen und sicheren Heimweg. Viel Glück für den Rest der Runde.